Hallo, hallo. Hier kommt die Hering Let's Play Super Show. Boah, das war mal ein toller Anfang, oder? Ja, ich finde auch. So, Super Mario Bros. 3. Wir spielen weiter. Hey, yo. Und das Ganze aus einem recht freudigen Anlass. Es ist Wochenende. Endlich, es ist Wochenende. Ich habe so lange darauf gewartet. Ich habe ziemlich genau 5 Tage darauf gewartet. Ups. Das sind sehr interessante Piranha-Pflanzen. Gott. Ich habe 5 Tage darauf gewartet, dass endlich Wochenende ist und meine Gebete wurden erhört, denn jetzt haben wir Wochenende und jetzt habe ich tatsächlich Zeit, mal wieder ein bisschen Super Mario Bros. 3 zu spielen und neue Aufnahmen zu machen und im Anschluss neue Videos hochzuladen und das wird so schön. Oh ja, und ja, das ist ja alles irgendwie sehr interessant hier. Ja, wir merken schon, wir sind jetzt in Welt 6 in. Oh, die andere ist weg. Das ist cool. Wir sind in Welt 6 in Super Mario Bros. 3. Und das bedeutet, dass das Spiel so langsam, aber sicher ein bisschen, nur so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen kniffliger wird. Zack. Oh, das war gut. Da, 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 da. Oh. Es wird alles ein bisschen kniffliger, aber von der Länge der Kurse her ändert sich eigentlich fast nichts, wie ihr seht. Gut. Naja, weil nur zum Aufwärmen. Welt 1. Mal zum Aufwärmen in der Eiswelt. Ja, das ist gut. So, machen wir jetzt noch ein kleines Bonusspiel in der Hoffnung, dass wir noch ein paar Leben abstauben können. 32 Leben. Ich meine, ist nicht schlecht, aber wie wir in Welt 5 gesehen haben, kann es durchaus auch mal vorkommen, dass sowas Blödes passiert. Ja. Kann es durchaus auch mal vorkommen, dass ich eine Welt sehe, betrete, whatever, die relativ schwierig ist. Und ja, oh, Scroll Devil, super. Fallen die runter, wenn ich draufsteige, oder? Nein, das ist massiv. Alles klar. So. Aha, blaue Blöcke, die man wieder so kicken kann. Wunderbar. Ja, gut, ein Blatt haben wir schon. Düpp, düpp, düpp. Oh, 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 hallo. Oh Gott. Eieiei. Gut. Ja, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Wie lange ist es her, dass ich Super Mario Bros. 3 gespielt habe? Ja, mein Sprachvermögen muss ich auch erstmal irgendwie wieder aufladen. Das Problem ist, wenn man. Ach so, okay, es geht hoch. Gerade schon. Hä, wir sollen da durchkommen, bla. Oh Mann, unfaires Spiel. Ja, man geht sofort drauf. Toll. Ein Instant-Death-Spiel. So. Aha. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, Sprachvermögen auch wieder aufbauen. Ich laber zwar den halben Tag auf Arbeit so ungefähr, aber diese Fähigkeit verliert sich dann so irgendwann auf dem Nachhauseweg. Wobei, so kann man das eigentlich auch nicht sagen. Da oben links wäre es gewesen. Na, egal. So kann man das eigentlich auch nicht sagen, denn ja, ich habe eine einstündige Autofahrt, habe ich euch auch schon mal erzählt, die dann eben hin beziehungsweise Rückfahrt beinhaltet und da hat man schon Zeit, sich über die verschiedensten Dinge Gedanken zu machen. Weil Autofahren an sich ist zwar schön, ich fahre sehr gerne Auto, vor allem mit meinem Auto, aber also vor allem mit meinem Auto. Mit meinem Auto. Ja. Aber ja, im Endeffekt, man macht da ja nicht viel. Also viele Fahrlehrer und so werden mir da jetzt. Ach, verdammt. Ja, werden mir da jetzt wahrscheinlich widersprechen wollen. Aber okay, das war alles sehr, sehr knapp und sehr, sehr schön hier. Ein Hammer. Ein Hammer. Ja. Gut, ja, Autofahren ist schön und toll. Okay, da oben holen wir jetzt erstmal das. Ja, mit dem Hammer können wir die Röhre frei machen. Aber im Endeffekt ist das jetzt auch nicht so sinnvoll, beziehungsweise wichtig. Sparen wir uns den Hammer lieber nochmal auf. Oh, das ist cool. Okay, nichts mehr mit aufsparen, weil jetzt werden die Items ersetzt. Das heißt, ich habe das Limit erreicht. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell Items loswerden, damit ich. Ja, Moment, wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Reihen? 1, 2, 3, 4. Ja. 4 Reihen mit jeweils 4, 5, 6, 7. Also können wir 28 Gegenstände mit uns rumtragen. Ah, ja. Sehr, sehr schön. So. Nichtsdestotrotz, ja, wir müssen diese Gegenstände einsetzen. Und ich frage mich, soll ich den Anzug jetzt schon einsetzen oder hebe ich mir für später auf? Ich glaube, ich hebe mir für später auf. Ja, ist schön. Weil dieser Anzug ist sehr schön, wie wir noch feststellen werden.
Wir nehmen jetzt erstmal die Feuerblume und machen noch Welt 3, weil wir müssen Welt 3 zwar nicht machen, aber wir wollen ja alles machen. Wow. Okay, Feuerblume war dumm. Waschbäranzug wäre besser gewesen. Eindeutig. Uiuiuiui. Okay, das war auch dumm. Das war auch nicht so schön. Irgendwie. Oh Gott. Die Welten werden wirklich immer kniffliger. Aber ist cool. So eine kleine Herausforderung am späten Abend ist wirklich nicht schlecht. Späten Abend trifft es gut. Also eigentlich, normalerweise wäre ich um die Zeit fast schon pennen gegangen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, machst du noch mal ein paar Aufnahmen. Und jetzt, wo ich gerade spiele, merke ich, irgendwie bin ich doch noch relativ wach. Das ist gut. Mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Ja, und jetzt dachte ich eigentlich, hier wird ein Stern bekommen, aber okay, dann halt nicht. Dann halt nur ein Leben. Kann ich auch mit leben. Ja. Das fliegt mir heute wieder mal so zu. Ich merke schon. So, jetzt die Burg. Das kleine Minischlösschen. Das. Oh. Das ist ja witzig. Ups. An das hier kann ich mich auch überhaupt nicht erinnern. Ja, toll. Das wäre ganz praktisch gewesen, so ein Waschbäranzug. Diese Passage hier, die erinnert mich eigentlich mehr so an Abschnitte aus Super Mario World. Ich wusste nicht, dass im dritten Mario Bros. Teil sowas existiert. Also ist interessant. Ah, toll. Ja, hätte ich mir denken können. Ja, da. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es richtig war. Gut. Okay. Mist, 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 Mist. Das ist ja lustig, da wären wir noch gar nicht durchgekommen eigentlich, aber. Ups, ja, das war knapp. Ta-da-da-da-da. Und schon sind wir durch. Okay, also die Burg war echt schon ein bisschen anspruchsvoller. Sehr interessant. Aber der Endgegner ist immer noch, ja, eine Nummer für sich. Dreimal gekonnt draufspringen und ich will ihm auch nicht Zeit lassen, also damit hier auch nichts schief geht. Ich will nichts anbrennen lassen. Wobei es vielleicht sinnvoller wäre, wenn ich ihn euch tatsächlich mal in Aktion zeigen würde, damit ihr seht, was für ein unglaublich starker Gegner das ist. Ja, irgendwie so. So, ein weiteres Mal die Chance. Okay, das war dumm. Blume, Stern, Pilz. Ich wusste es. An Blerns. Ja, genau, hatten wir schon mal. Haha, ja, wie lustig. So, feuern wir doch gleich nochmal ein Item hinterher. Ich habe so viele Froschanzüge, okay. Wir machen sie jetzt einfach. Ich nehme Froschanzug. Habt ihr den jetzt auch mal gesehen? So, das hier ist Frosch Mario. Frosch Mario sieht ein bisschen bescheuert aus und hüpft auch ziemlich dämlich durch die Gegend. Frosch Mario kann auch nicht wirklich rennen, das heißt die P. Upsa. Die P-Leiste dort unten bekommen wir. Ups, eigentlich wollte ich da oben rauf. Die P-Leiste da unten bekommen wir mit Frosch Mario auch nicht voll, wollte ich sagen. Ja. Schön. Gut. Aber da lohnt sich es wenigstens jetzt nochmal so einen richtig schönen Froschanzug zu nehmen. Ja. Der Anzug macht. Ja. Der Anzug macht in Wasserwelten eindeutig mehr Sinn. Gut. Bin gespannt. Also zumindest groß machen oder sowas will ich. Ja. Da. Was sollen uns diese Münzen dort oben sagen? Weil eigentlich kommt man dort doch nicht hin, oder? Und hier kommt man doch dann nur mit Waschbär Mario. Ich verstehe es nicht. Na gut. Ups. Okay, Eisblöcke. Ich glaube fast, die kann man. Ups. Mit. Ups, ups, ja, es fing schon wieder an. Ich glaube fast, die kann man mit den Feuerkugeln. Na gut, der Block ist verlockend, aber lassen wir das mal. Die Eisblöcke kann man, glaube ich, mit Feuerkugeln zum Schmelzen bringen. Aber ja, gut. Können wir dann ja vielleicht in einer der nächsten Welten ausprobieren. Okay, das ist witzig. Jo. Aha. 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 Aha.
Oho. Oh Gott. Okay. Wenn ich jetzt. Aha, okay. Ja, ich dachte, das Ding befördert mich mitten rein in den Abgrund. Aber dem war wohl nicht so. Gut. Und ein weiterer Stern. Juhu. You got a card.